war das los, Domsau? 10 Jahre Wiedervereinigung. Kein Problem. Aber ich frage mich nur, muss das unbedingt die DDR sein? Es gibt doch weiter. Scheißdreck hier. Aber ich verstehe es nicht. Verstehst du nicht? Ja. Was da war? Es gibt doch eine Weißjörg schöne Länder hier wie Mallorca oder Ibiza jetzt. Leck mir mal, der war gut jetzt. Pass auf hier. Ich sag dir mal, ich meine, man muss eines klar sagen, DDR, verstehst du, das war schon eine schlimme Zeit. Die haben doch jahrelang nur raues Klopapier produziert, damit auch der letzte Arsch rot wurde, verstehst du? Was soll das aus hier? Ist doch wahr. Was da alles für Schweinereien gelaufen sind hier. Oh, muss ab. So, da bin ich auch verknopft. DDR, hier, und pass auf. Jetzt, die größte Schweinerei ist ja am Dach der Wiedervereinigung. Was da für Schweinereien passiert? Hier, da sind ja jede Menge falsche Ossis wegen dem scheiß 100-Mark-Begrüßungsherrn. Hinten rum, um das Brandenburger Tor, dann vorne rausmarschiert und haben... Ich meine, hab ich auch 600 Mark kassiert. Das war gut jetzt. Ja, wenn sie das anbieten, verstehst du? Wenn sie das gehen und Geld verteilen. Und, ich meine... Schlimm war natürlich jetzt, als die Scheißmauer endlich weg war. Hier, die armen Ossis, die kannten sich ja bei uns überhaupt alle ja nicht aus, verstehst du? Die sind ja zuerst alle in die Pornoläden rein und haben sich ja Bananen gekauft, ne? Ja, ja. Und haben, nachher haben sie sich gewundert, dass in die Bananen Batterien reinkommen. Ja. Was ist los, Domsau? Grillparty, absolut super, mache ich jeden Abend hier. 3 Zentner Briketts, 4 alte Autoreifen und 5 Liter Diesel, verstehst du? Und alles bei mir auf dem Balkon. Ja, und dann hier 1A Schweinebauch, so dick, aber nicht das magere, verstehst du? Ja, und dann hier der Nachbar unten, die Domsau. Ja, jammert mir die Backe voll, bei ihm läuft das ganze Fett auf dem Balkon. Und dann der Nachbar von oben, der Arschloch, kommt sich beschweren, bei ihm, da wäre nur Mief und Qualm in der Bude. Ich sag, pass mal auf, Domsau, hier der Mief kommt von deiner alten, du Arschloch, verstehst du? Ich sag dir nochmal, pass auf, ey. Ich sag dir nochmal so. Das musst du dir vorstellen. Ja. Ich sag für den, sei froh, dass das kommt, dann siehst du die wenigstens nicht, verstehst du mich ja? Und jetzt hau es ab, sonst schmeiß noch meine Socke noch im Grill, du dummes Auto. Hey, war das los, Domsau? Grippe? Hier, pass mal auf, hier sitze ich beim Hals-Nasen-Ohren-Doc. Sagt er für mich, was ist denn mit Ihrer Stimme los? Ich sag, ich rede immer so, ich hab gebrannte Mandeln. Ja, hat er ja nicht kapiert. Hey. Pass auf. Weißt du übrigens, wie der heißt? Der heißt Dr. Schwarzenegger. Ich sag für den, hier hast du die Hauptrolle gespielt in dem Film, der Inhalator. Hat der wieder nicht kapiert, dumm Sau, vergiss es. Auf einmal kriegst du wieder diesen Hustenanfall. Aber von ganz unten, weißt du, boah, du, da kamen Sachen hoch. Die hab ich schon lange nicht mehr gesehen, verstehst du? Hier, pass mal auf hier. Auf einmal hier, und da kriegst du wieder, ich sag, pass auf, Doc, hier. Wenn jetzt das rote Riegelchen kommt, dann ist es das Arschloch.